Moinsen Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Forgotten Places. Regain Castle. Jetzt kann ich da unten. Klar, jetzt wo wir die ganze Scheiße rausgenommen haben, kommen wir auf einmal hier. Gehen wir nach unten. Springen einfach runter. Letzten Part haben wir festgestellt, dass wir einen Bruder haben. Bevor ich schon unangenehm dieser Ort ist, der Tunnel führt ganz klar irgendwo hin, ja. Wir nehmen das natürlich als selbstverständlich, dass der auch da ist und das ist total bescheuert. Mary ist wie verrückt herumgelaufen, hat geschrien, dass diese Treppe zerstört oder noch besser mit Erde bedeckt und vergessen werden sollte. Beruhige dich, habe ich zu ihr gesagt. Ja, dein Sohn ist von einer Treppe gefallen und hat sich einen Arm gebrochen. Keine große Sache, aber er hätte sich auch den Hals brechen können, schrie sie mir ins Gesicht. Außerdem war der Junge sehr verängstigt. Er sagte, er hätte einen Geist gesehen, ja. Bam. Junge, ich bin ein Butterfly Hunter. So, was haben wir hier für ein Gestrüpp? Ich gehe davon aus, dass die Zahlen nicht zur Dekoration sind. Was soll ich denn mit ihnen tun? Oh, scheiße. Hätte ich mir irgendwas merken müssen? Ach, YOLO. Irgendwann anders vielleicht. Oder muss ich mir die Kacke nochmal angucken? Warte, ich möchte mal eben mal zurück. Also hier waren X, was für zwei? Zwei Dinger. 2, 4, aber vorher hatte ich noch was anderes. Da. Nee, X ist 10. X, 2. Ist auch nicht 4, ich dumme Nuss, ist 7. Also 10, 2, 7. 10, 2 und 7. Mäuschen. Wer jetzt hier irgendwie lang? Es ist zu dunkel. Ach, da die Ruhe. Wir wimmeln wieder, aber das finde ich gut. Ich mag's. Dafür habe ich mir ein Wimmelspiel geholt, beziehungsweise hab's gekriegt von Keymail. Die Flasche P, perfekt. Das haben sie aber nicht übersetzt. Mark ist nämlich ein Becher. Kaffee-Mark. Kriegst du eine schöne fette Tasse, so ein Schmuckschild-Dulle und ein Hufeisen. Hufeisen habe ich in der Nase. Eine Zange. Pfeifkessel. Oh Mann, ey, ich habe mit einem Probleme. Schmuckschild-Dulle. Schalüssel. Eine scheiß Schachfigur. Ich brauche nur eine Schachfigur und einen Five-Kessel. Ich habe beim letzten Mal rumklicken nicht drauf geachtet, wie das ein Five-Kessel ist und wie das Ding aussieht. Das hier. Tekana. Okay, gut. So, dann brauchen wir noch eine scheiß Schachfigur. Fun Fact, ich habe mal Schach gespielt. B-b-bam. Da oben. Ich will aber nicht sagen, dass ich ein guter Schachspieler bin, weil ich bin mega ungeduldig. Das ist schlecht. Und für Schach brauchst du einfach Zeit, Ruhe und Taktik vor allen Dingen. Nicht Tick-Tack. So, jetzt möchte ich ins Observatorium. Ich muss sagen, ich finde die Karte cool. Ich mag die Musik und ich finde auch die Soundgeräusche cool. Ich finde nur die Story echt ein bisschen. Ist es ein Anagramm? Es sieht so aus, als... Ja, ich weiß, was man damit bilden kann. Nope. Oder vielleicht auch Open. Schade, Nope hätte mir besser gefallen. Einen fetten Kristall. Ich habe was Nützliches gefunden. Ich habe das bei diesem scheiß Bild gesehen, aber ich weiß nicht, ob das mir jetzt wirklich was bringt, ne? Ja, anscheinend doch. Hm. Ach, da kommt der andere Kristall hin. Hallo? Alter, jetzt piss dich nicht so an. Oder ich nehme den einfach gut oder so. Ich dachte, naja. Denken ist nicht meine Stärke. Mal diesen ruhelosen Geist mal ein bisschen befriedigen. Mit geilen Kristallen. Oh nein, muss ich wieder auf den scheiß Friedhof? Na gut. Ah, in die Katakomben. Kann ich jetzt Energie mit irgendwas erzeugen? Leuchten die Kristalle? Hä?
ist zu dunkel, Junge. Oder habe ich hier wieder irgendwas übersehen? Das ist eine Laterne, weißt du, die würde ich einfach mitnehmen. Okay. Oh. Gut, Entschuldigung, dass ich nicht darauf gekommen bin. Ich bin, wie gesagt, eine hohle Fritte manchmal. Jawohl, geile Überreste. Verbrennt die Fotze. Das ist der furchtbare Kerker, dem Kasai 1 gefangen gehalten wurde. Es tut mir leid, dass ihr das zugestoßen ist. Aber es sieht so aus, als ob wir in einer Sackgasse sind. Der Schlüssel für die Schmuckschatulle ist nirgendwo zu finden. Interessant, was für eine Schriftrolle hält Kasai an der Hand. Ja, dann brechen wir die auf einmal raus. Ein Zaubertrank, der totes Fleisch kuriert und wiederbelebt. Ernsthaft, das sieht aus wie ein Zaubertrank. Einen Pilz und einen Granatapfelsaft geben, das wäre ganz los in einer bestimmten Reihenfolge auf einen Saphir geben und alles. Okay. Also wir sollen aus ihr einen Zombie wieder machen. Ja. Jane, ich sehe dich nicht mehr. Geht es dir gut? Ich habe krasses Kerker gefunden. Ein paar Alchemistenrezepte für eine Bibellösung hier. Sieht aus, als ob das in okay, Wunden und Tote aufwecken kann. Was, wenn es verwendet werden kann, um den Geist von Kasa zurückzurufen? Vielleicht können wir irgendwie zu einer Vereinbarung kommen. Mir gefällt dieses System nicht und mir gefällt dieser furchtbare Ort nicht. Das geht mir genauso, aber alle anderen Möglichkeiten, um diese Situation zu lösen, scheinen nicht zu funktionieren zu haben. Ich bleibe hier und werde nach dem Schlüssel suchen und du versuchst es. Ja, klar. Der kann mir eh nicht helfen, der Typ. Nice, erstmal für den Saphir mitnehmen. Ich würde ihren... Ups. Toten Körper richtig kaputt machen. Die Olle verbrennen. Ist sonst noch irgendwie was? Oh, die knuspert so schön. Knusprige Menschen. Nice. Dann müssen wir jetzt wieder ins Alchemielabor. Oder in... Eingangshalle? Nee, Alchemie. Da habe ich ja noch nicht das Richtige für. So. Ja, nice. Ich nehme an, dass das ein Gerät für Alchemistentransmutation ist. Das auseinander... Bestimmt will die einfach nur, dass wir die wiederbeleben. Ich hätte die getötet, Mann. Ich hätte richtig krass irgendwie... Wir haben hier eine fette Bibliothek, ja? Da würde ich doch alles andere machen, als die wiederbeleben. Im Gegenteil, ich würde da gegen die scheiß Geister unternehmen. Ich will die doch wieder. Die will die scheiß leben, damit sie halt uns auch physisch richtig krass ficken kann. Tippe in richtig auf die Referenz gehst und den. Ja, wie wär's? Ich guck erstmal hier rein. Rot-grün? Blau. Magenta und gelb-rot, ja. Rot-grün? Okay. Aber ich habe ja noch Schläuche. Noch ein Schlauch. Schmetterling. Warte, ich brauche noch Pilze, Mann. Ew, eklig. Okay. In einen Stein der Weisen zu verwandeln, jawohl. Ah, okay. Ich kann Granatäpfel in Pilz verwandeln? Warte mal, hier ist noch ein Röhrchen. Kriege ich in die richtige Reihenfolge raus? Okay, lol, blau. Ist das überhaupt richtig oder klicke ich jetzt... ist das vielleicht hier rot-blau? Gelb? Ich probiere mal rot-blau-gelb. Ja, okay, dann mit blau und grün schon mal richtig. Blau-grün? Nein, okay.
Probier mal gelb. Okay, ich habe Magnum Opus freigeschaltet. Stein der Weisen, cool. Sieht aus wie so eine Süßkartoffel. Mit ein bisschen Kryptonit. Hey, will ich jetzt reinpacken? Muss ich doch. Achso, ich brauche noch so ein scheiß Gläschen für. Und ich muss irgendwie aus den Granatäpfeln da was Krasses machen. Da ist nur so ein Glas. So. Packen wir das da rein. Ja, wie soll ich denn jetzt aus dem Kack-Granatapfel? Ich check diesen Schritt hier gerade nicht. Ach so, ein Pilz, ein Granatapfelsaft geben. Das ist wahrscheinlich Schüssel da. Junge, wie soll ich denn sonst an den Saft kommen? Oder ich muss mir noch einen Pilz besorgen erstmal, ne? Schweinehunde. Krieg ich denn jetzt einen gammligen Pilz her? Ja gut, hier habe ich auch viel Gammel, aber... Ja, hier draußen, Kellereingang. Ja, hier soll es ja wohl modern. Ach, da kann ich wieder wimmeln. Das ist die Sanduhr, ein Kürbis, ein Kürbis, ein Kürbis, eine Schaufel. Aschawert. Kasserolle. Menschenpilz? Ew. Oh, geil. Das Ding auch noch anfängt zu schreien, dann. Good job. Wo ich denn jetzt einen scheiß Baumstamm? Das ist die Kasserolle. Die benutzen Wörter, ne? Da fühle ich mich definitiv zu jung für. Also, sonst fühle ich mich ja für jeden Scheiß zu alt, aber. Mörser. Yeah, ich habe den Menschenpilz. Das klingt echt geil. Das. Ja. Wenigstens kein Fußpilz. Okay, das reicht anscheinend noch nicht. Was soll ich denn jetzt hier? Ich habe doch gar nichts für den Scheißkoffer. Ach, ich habe hier noch was. Stimmt, ja. Hm. Ich habe keine Kerze. Lel. Was hat denn der jetzt für ein scheiß Problem? Ah, lecker. Ach, nö. Nee, ich... Achso. Ja, was haben wir hier? Wir haben eine Billettkugel. Wir haben dann Augapfel. Eine eine stilisierte Lilie. Entschuldigung. Ich... Ja, ich habe irgendwie... Man merkt, es wird spät. Zumindest für mich. Ein Schaloss habe ich hier. Einen Schlüssel, wir brauchen. Noch eine Uhr. Ein Korkenzieher. Korkenzieher. Speer. Was ist eigentlich das Tier? Löwe ist das Tier. Schon wieder ein scheiß Plätteisen, also ein Bügeleisen. Nochmal so eine stilisierte Lilie und ein Schalüssel. Ach, kriege ich jetzt mal so eine Lilie, ja? Schlüssel ist hier. Da. Geil. Da können wir uns jetzt richtig einen drauf runterhobeln. Ab in die Alchemie-Gamma. Zack, zweite Etage. Wollen wir erstmal den Schädel immer auch richtig aufsprengen. Da sind die unterschiedliche Farben. Ja, unterschiedliche Farben. Oh, geil, Kaugummi. Oder Puzzle-Elemente. Ja, kann auch passieren. Hier, wir kriegen... Ja, das hatte ich eigentlich auch vor. Muss ich den jetzt... Wo muss ich den denn da drauf packen? Sag mir, wo muss ich... Oh, wow. Ich dachte, ich müsste jetzt hier irgendwo einfach direkt mörsern, aber okay, gut. Ich muss das Puzzle-Element in den Koffer setzen, danke. So einen Hinweis wollte ich dann doch nicht. Lass mich, verschiebe die... Oh, nein, das ist so ein Rätsel, aber das ist eigentlich okay. Oder auch nicht.
Muss es in einem Stück durch oder bestünde auch die Möglichkeit, das Schritt für Schritt rauszulassen, sag ich mal so. Das bringt jetzt nicht sehr viel. Ah ne, das kann ich Stück für Stück. Das ist ja schon mal nett. Warte. Shit. Jetzt mal die ganze Kacke wegmachen. So. Kann ich den Scheiß schon mal hier unten hinpacken? Du kannst so viel rumbubbeln, wie du willst, Bläschen. Nee, so nicht. So. Hat ein wenig gedauert, aber Slido und Log haben wir freigeschaltet. Yes! Alter, wir verbringen so viel Zeit im scheiß Alchemiezimmer, das ist voll ungesund. Das muss doch volles Met irgendwie auf unsere Lunge gehen. Ja, pack doch mal dahin. Stelle die Alchemiegläser an ihren richtigen Platz. Das ist schön, dass ich jetzt so eine FE Ferrum ist Eisen. Allerdings weiß ich nicht, wie das alchemistische Zeichen für Eisen ist. Okay, Google. Alchemie, Zeichen, Bedeutung. Nicht die Zeichen Alchemie. Oder habe ich irgendwo einen Hinweiszettel? So. Perfekt. Wo habe ich denn schon mal Eisen? Mond ist Silber. Ja. Yeah. Jetzt habe ich... Mars ist Eisen. Perfekt. Du bist schon mal Ferrum. Das ist Gold. AG steht nämlich für... Hä? Nicht? Ne, Aurum. Aurum. Nicht Agnum. Sorry. Bin ein bisschen bescheuert. Kupfer ist das. Ja, okay. Was habe ich denn? Ich habe da irgendwas komisches aussieht wie so ein Gitter. Habe ich das hier irgendwo auch?
Ich Merkur ist Quecksilber. Ich weiß nicht, was könnte denn hier überhaupt Silber bedeuten? Vielleicht PU und PP? HG, gut. Okay, gut. Saturn ist Blei. Dann habe ich noch so ein krasses Uterus-Ding und einen Heugabel. Oh, ganz ehrlich. So. Ohne Alchemieliste Google geht's nicht, sorry. Oh, fuck. Wow, ich habe so eine Überraschung nicht erwartet. Der Krokodok. Ja, nice. Eine Trinkflasche. Ja, könnte. Das muss aber nicht. So, wo müsste ich denn jetzt hin? Ich müsste eigentlich den scheiß Saft pressen, aber naja. Oh, der fällt mir auch gerade voll gerade mal so spontan auf, dass der Part eigentlich auch schon vorbei ist. Ich habe mich total... Saftpresse, ah! Hinreißen lassen. Das machen wir eben noch, weil da ich Bock habe. Und dann machen wir noch das krasse Reagenzgläschen fertig. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part, ne, bevor ich hier noch mehr mache. Endlich kann ich auch die Scheiße hier, bitteschön. War eine krasse Tinktur. Jo, wie schmeiße ich das Scheißteil jetzt an? Achso, das macht's automatisch. Schrumpelmöse. Regenbogen, cool. Endlich ist es ja, jetzt muss es getestet werden. Ich würde ja vielleicht eher den Typen, dem ich den Scheiße zu verdanken habe, wiederbeleben und dem dafür nochmal in die Hölle schicken, aber gut. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch Spaß und